Oh, Ida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einer neuen Folge TPT React. Und zwar wurde so ein interessantes neues Format angekündigt. Das nennt sich Speed Duel. Und zwar ist es so, dass man so eine Art Mini-Duel. 20 Deckkarten hat man, 3 Monsterzonen, 3 Spielfeld, Zauber- und Fallenzonen und man darf 4 Handkarten ziehen am Anfang. Maximal 5 extra Deckkarten. Habt ihr schon davon gehört, Jungs, und was haltet ihr davon? Also ich habe davon gehört, ich habe es mir gestern irgendwie angeschaut, das war dann irgendwie so ein Thema mit dem Dual Terminal, ich glaube, die wollen was Neues ausprobieren. Sehr interessant, wirklich interessant. Das heißt ja auch Speed Duel, das heißt, es muss geht, glaube ich, ziemlich schnell, weil die haben auch nur die fangen auch nur mit 4000 Life Points an. Also sprich, wurde alles reduziert von dem normalen Spiel. So an sich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es dazu noch eine extra Liste gibt, was man spielen darf, was man nicht spielen darf. Vielleicht gibt es da auch irgendwie unfaire Decks dann, weil bei 20 Karten kann echt alles schnell gehen, wie zum Beispiel FDK-Decks oder so. Oder keine Ahnung. Aber ich denke, das vom Spielfeld her steigt das schon ein bisschen ein, ja? Wie zum Beispiel jetzt die Pendel-Decks. Ja? Man kann halt nur noch 3 Monster insgesamt dann haben. Schenkt ziemlich ein. Das Extra-Deck schenkt auch ziemlich ein. Mit nur maximal 5 Extra-Deck-Karten. Da kann man nicht viel machen, ja? Wenn man so mal überlegt. Ich denke, es gibt schon ein paar Decks, die man spielen kann. Ja? Kommt darauf an, was sie erlauben, was sie nicht erlauben. Oder ob es sowas gibt. Für uns hier im TCG auch sehr interessant. Jetzt weiß ich nicht, ob sie dann dort im OCG-Raum dort schon Turniere veranstalten damit oder halt das nur mal so Testphase ist. Hier wäre es eine Möglichkeit, zum Beispiel es mal auf ein Side-Event zu machen, auf einer YCS oder auf einer deutschen Meisterschaft oder irgendwas. Wäre sehr interessant, da kann man auch sehen, wie sowas abläuft, ob sowas auch von den Spielern angenommen wird. Ja. Auf jeden Fall klingt sehr interessant. Also ich habe davon jetzt noch nicht gehört, das ist erstmal das davon höre, aber ich finde die Idee schon sehr interessant. Wie Tati gesagt hat, auf dem Side-Event zu testen wäre schon echt cool, mal sowas. Und ja, ich weiß aber nicht, Tati hat schon die FDK-Decks angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss die darauf haben, weil zum Beispiel ein Exodia-Deck mit nur 20 Deckkarten, da kommt man schon schneller an die Karten, die man braucht. Könnte also extrem werden. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann, ob man da vielleicht dann eine andere Banlist braucht. Weil ja, mit 20 Deckkarten und 3 Monster und Zauberkarten so, ist man schon echt eingeschränkt. Aber hört sich sehr interessant an und würde mich freuen, wenn man das hier auch mal spielen könnte. Ja, wir werden sehen, ob jetzt im OCG-Raum, ob da so Turniere veranstaltet werden. Wir können da mal unsere Augen offen halten. Ja. Wir werden auch sehen, ob es jetzt Konami dann eventuell auch nach Europa bringt. Ja, sowas einfach mal als Fun, mal bei Abwechslung. Wäre schon schön zu sehen. Wie gesagt, werden mit Sicherheit andere Decks gespielt als jetzt. Ja. Mehr können wir auch nicht sagen, ja, aber wir würden uns echt freuen, mal sowas zu sehen. Also ihr könnt wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und falls ihr sowas auch spielen wollen würdet, dann alles unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey, da, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.